Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Pecky zu einer weiteren Folge von Steep. So, wir starten heute mit schweren Aufgaben. Und zwar mit den Ski- und Snowboard-Challenges. Wir versuchen uns da mal schauen, wie schwer wir uns da auch durchschlagen. Wir gucken einfach mal rein. So, da geht's wieder um Punkte zuerst mal. Und hier vorne können wir auch gleich noch. Nee, außer Reichweite. Okay, da haben wir einen Snowpark. Also es geht um Punkte. Wir schauen das jetzt mal genauer an. Wow, okay. Okay, das ging schon mal nicht gut. Das starten wir da, glaube ich, nochmals neu, hä? Das hat ja schon mal nicht geklappt, so wie wir es wollten. Ja, das ging schon ein bisschen besser, könnte aber auch besser sein. Oh. Ah, schade, ich wollte oben landen, hat nicht geklappt. Mal das Tempo holen. Ja, das gibt nicht allzu viele Punkte wahrscheinlich. Ja, wie viel hat es gegeben? Eine Bronzemedaille, ja. Das war nicht ganz so gut. Oh, muss ich da nochmals? Nein, war am Laden. Okay. Gut, wir versuchen es nochmal. So, es war eigentlich gar nicht so übel, hä? Doch, ging doch einigermaßen. Ne? Ah, hier könnte man noch natürlich. Oh nein! Schade. Und da können wir hier noch was herausholen. Knapp. Wieder sehr knapp. Hat zwar gereicht. Schauen, ob wir jetzt auf die Zielgerade. Noch etwas Cooles. Ui, ganz knapp hat's. Und wieder nur Bronzemedaille. Wir müssen alle Möglichkeiten, die wir haben, hier einen Move zu machen, die müssen wir ausnutzen. Ne? Sonst klappt das nicht. So, und jetzt können wir hier versuchen. Hopp. Ja, das hat jetzt zwar nicht allzu viele Punkte gegeben, wahrscheinlich, aber gucken wir mal. Oh! Ah, schade. Steh auf, komm. Ah, schade, schade. Naja. Gut, Neck. Da überholen sie mich auch schon. Ja, aber das reicht auch nicht. Das gibt nur. Wie viele Punkte müssen wir denn haben hier? Das ist der Snowpark, hä? Gut, wir brauchen, 1350 Punkte. Okay. Nee, halt, das jetzt sind wir. Nee, halt, da jetzt sind wir am falschen Ort. Jetzt sind wir definitiv am falschen Ort. Wir haben das ja bereits gemacht, aber wir sind halt genau hier. Snowpark. Nochmal schauen. Dachte ja, 1500 Punkte. Gut, wir haben gerade mal 700 vorhin gekriegt. Also es muss jeder Move muss sitzen. Ja, beim ersten. Ich kann halt eben. Den Kontrollpunkt verpasst. Alter Verwalter, das darf doch nicht wahr sein.
Okay. Oh. Hier habe ich keinen Move gemacht. Hätte man vielleicht auch noch machen können. Ja, diese hier geben halt leider nicht so viel. Der muss jetzt sitzen. Dass wir immerhin Silber. Silber ist doch machbar. Wenn ich den verkacke, dann komme ich einfach nicht auf die Punktzahl. Da fehlen mir halt einfach schon mal irgendwie 200-300 Punkte wieder. Auch nicht weltbewegend gewesen hier. Ah, ja, auch nicht gerade viel Punkte, aber immerhin nicht gestürchelt. Und? Silber vielleicht, oder? Ja, immerhin Silber. Mit Silber kann ich gut leben. Das ist völlig okay. Versuchen wir uns beim nächsten. Nochmals der nächste Snowpark, den wir vorhin gerade angewählt haben. Oh, Level 19 sind wir schon. Ein Flug vom Matterhorn und du bist mehr von der Partie. Sowas hat bisher noch niemand versucht. Wenn du das schaffst, könnte das der bisher größte Moment in deiner Karriere sein. Also, volle Konzentration. Oh. Uiuiui. Ja, ich habe das ganze Tempo verloren, da ich auf die Schnauze gefallen bin. Jetzt wieder. Ja, das... das ist jetzt schwierig, dass ich da drüber komme. Ich tue mich da schwer. Das gibt keine Punkte, das kann ich euch jetzt schon sagen. Nein. Dann fehlt mir einfach der Speed. Da fehlt mir einfach der Speed. Puh, Halfpipe scheint nicht so mein Ding zu sein gerade. Und oh! Jetzt haben wir da gerade einen Hänger drin. Ja. Das geht nicht. Da haben wir jetzt einen Hänger drin gehabt. So. Und noch mal zwei. So. War nicht schlecht. Nein, schade, das hat jetzt halt nichts mehr gegeben. Das hat dann nichts mehr gegeben. Ja, Bronzemedaille, komm, lass mal. Lassen wir, ich glaube, ich werde da nicht besser. Wir versuchen noch Wingsuit. Die machen einfach mehr Fun. Hä? Wingsuit ist etwas, das macht sehr viel Fun. Quellwasser. Wir versuchen uns hier mal. Schwer. So. Das sind die, die machen unglaublich viel Bock. Boah. Oh. Krass. Okay, das heißt nachher gleich runterbrechen. Das sind Herausforderungen, die habe ich gerne. Oh, und jetzt haben wir den ersten geschafft. Gut, wir üben mal. Oh, gut. Oh nein, nicht schon wieder. Zu spät habe ich abgebogen hier.
Jetzt. Wo ist es hier? Ah, hier unten. Boah. Und da ganz unten. Nein, schade. Zu früh nach oben gezogen. Oh, schade, schade, schade. Bisschen zu früh nach oben gezogen. Nein, auch hier zu früh runtergezogen. Nicht durchgeschüttelt. Ja, da geht's anderen gleich. Nein, ich habe wieder berührt. Das sind aber geile. Das sind Challengers, die finde ich cool. Die anderen finde ich weniger interessant irgendwie. Die machen unglaublich viel Bock. Na, wenn man es aber auch. Der Arme. Er muss wieder leiden. Er muss wieder leiden. Sehr gut. Ah, sehr gut. Oh, ich habe wieder die Kurve verpasst. Ja, und jetzt ist der mir noch im Weg. Ah, ja, das... Das ist jetzt doof. Das ist mein Double gewesen hier. Nein. Das ist tricky hier. Das ist echt tricky. Ich glaube, wir haben jetzt die ganze Folge nur dann an dem zu kämpfen. Und die restliche Zeit der Folge. So, jetzt kommt der andere tückische Teil. Eigentlich nicht, wenn man es richtig ansteuert. Oh, schade. Ich habe nicht auf die rechte Seite gezogen. Ah. Dann hätten wir es fast geschafft. Wir sind nahe dran. Sehr nahe. Sehr nahe sind wir dran. Oh, nice. Jetzt nur noch ins Ziel. Hochbehalten. Und jetzt verpasse ich das Ziel. Ich glaub's ja nicht. Alles wunderbar gemacht und am Schluss verpasse ich noch das Ziel. So, jetzt haben wir dann aber alle sicherlich geübt. Alle Punkte, die wir hier abfliegen. Nein, jetzt geh. Muss ein perfekter Flug sein. Ist halt so. Gibt's keine... Keine Korrekturen. Der. Na. Der Fehler. Es hat aber auch so viele, die immer mitfliegen. Muss das immer sein? Kann ich nicht alleine fliegen hier? Kann mich immer zusehen, wenn ich hier Selbstmord begehe. Genau das meine ich, weil das lenkt dann enorm ab. Der lenkt enorm ab. So. Ja, immerhin geholt Medaille. Ja, nach dem 100. Anlauf hat es dann geklappt. Aber das sind halt einfach die geilen Challenges. Die mag ich. So, gibt's hier... Sonst hat es da keine Extremen mehr. Aber machen wir sonst noch auch spannend sind natürlich diese Berggeschichten. Da nehmen wir jetzt auch noch einen hervor. Weil ich denke, dass wir danach hier mit dem Let's Play am Schluss sind. Machen wir hier noch eine Berggeschichte oder vielleicht auch zwei. Und wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, zieh die Reißleine. Die Frage ist, jetzt habe ich nicht gelesen, wo ich durch muss. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Fliege an... In einem Anlauf auf dem Wingsuit an allen möglichen vielen Elementen vorbei.
Okay. Ich weiß auch nicht, was zählt. Keine Ahnung. Ich komme halt nicht hoch. Ich komme nachher nicht mehr hoch. Und man hört es halt auch nicht, gell? Wo es zählt. Auch der Nachteil. Aber hier bin ich halt am Masten vorbei. Irgendwie. Das Seil müssen wir auch aufpassen. Jetzt muss ich zwischendurch. Oh, ja. Das hat nicht gereicht. Aber ich sehe halt auch, es zählt da nicht mit, gell? Das ist halt der Nachteil im Ganzen. War nicht schlecht. Ich meine, ich könnte ja selbst mitzählen, aber ich weiß ja nicht, wann es zählt. Was ist gut genug? Was ist nahe genug? Oh, das. Das wird knapp, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich meine, wir können ja einfach nur knapp vorbei. Wir müssen ja nicht irgendwo durchfliegen oder so. Vielleicht reicht ja auch schon. Genau, so etwas. Nein. Oh, doch, hat gereicht. Oh, nein. Neuer Versuch. Und dann irgendwann landen wir jetzt einfach mal. Dann schauen wir. Eben, ich weiß nicht, welchen Abstand wir benötigen, bis es zählt. Wieder knapp. Ui. Vielleicht noch ein Häuschen irgendwo. Oh, einfach mal landen, weil es hätte wahrscheinlich nicht gereicht. Was? Flieger? Nur einer? Keine Ahnung, was du da wieder willst. Keine Ahnung. Wir nehmen ein anderes. Wir nehmen eine andere Berggeschichte hier. Okay, ich würde dir gerne meinen alten Kontozit von. Alles klar, und los geht's! Wo ist der Startpunkt? Erreiche das Dach der Kirche im Ort. Okay. Tja. Ich wollte noch ein bisschen laufen, aber. Und einfach den schon ready machen. Oho. Doch, es reicht. Was müssen wir denn einfach machen? Einfach nur. Tja, ich hätte das vielleicht erwähnen sollen, aber Sid ist gut. So gut, dass ihn noch niemand finden konnte. Sind jetzt alle bereit?
So, jetzt wird's interessant. Du bist jetzt nah an der Kirche. Denk dran, läute die Glocke und dann sperr die Ohren auf. Na, oh! Nein, wir waren unten. Nee, das gibt's doch gar nicht. So schade. So schade. Ai. Wir waren eigentlich auf dem Dach, aber... Oh, Mann. Gut, wir machen's nochmals. Das war jetzt schade. Wir gehen zu Fuß. Springen dann wieder hier vorne ab. Also das hat sicherlich funktioniert mit dem Wingsuit. Das war gut. Geile Idee, dass wir den genommen haben. Ja, wahrscheinlich auch relativ zackig dann unterwegs, bis wir unten sind. Aber wir haben leider das Dach verfehlt. Wir dürften ihn ein bisschen später ziehen, den Schirm. Hä? Und dass wir dann nicht zu tief kommen. Ja, das sollte reichen. Kirche. Oh nein, jetzt sind wir schon wieder zu tief. Nein. Schade. Juha. Ja, das meinte ich eben gerade vorhin, dass wir dann zu tief sein können. Wir machen noch den letzten Anlauf jetzt. Komm, schaffen wir. Schaffen wir. Natürlich, so etwas ist natürlich geil. Dieses Gefühl hier, das ist doch geil. Wenn das so hinkriegen würde, ich weiß es gar nicht. Noch nie Wingsuit geflogen, werde ich wahrscheinlich auch nie. Gut, schauen, dass wir nicht zu tief sind. Landen. Ah, zu weit. Zu weit geflogen. Ah, toll. Gerade. Wir machen es nochmals. Ja. Das sind für mich Herausforderungen. Das ist nicht einfach hier. Na klar, das andere sind natürlich auch Herausforderungen, eine gewisse Zeit das Ganze hinzukriegen oder gewisse Punkte zu erreichen. Das ist klar, es hat eine andere Art Herausforderung. Aber das sind so Challenges, so Punktlandungen zum Beispiel. Das sind, finde ich, jetzt die attraktivsten. Das andere ist immer ein bisschen das Gleiche. Man muss ja Punkte einfach erzielen, so viel wie möglich, was ja auch natürlich schwierig ist. Oder in einer gewissen Zeit unten sein, was auch schwierig ist. Aber das ist halt nichts Neues. Zeit oder, also schnelle Zeit aufstellen oder am meisten Punkte zu haben. Aber hier eine Punktlandung zu machen, das ist eine andere Challenge. Oder? Und ich finde, ich habe viel, viel spannender, weil das gibt es halt nicht in jedem Spiel, dass man so etwas machen kann. So, jetzt gehen wir einfach mal runter. Ich hoffe, es reicht. Hoffe es. Nein, es reicht wieder nicht. Ich glaub's ja nicht.
Ah, wieder knapp verfehlt hier. Komm, also den will ich jetzt noch hinkriegen. Den kriegen wir auch hin. Kann doch nicht wahr sein. Da gibt es irgendwie einen Trick oder so auch. Man kann halt eben nicht nach unten sehen. Wollte eigentlich nicht den. Aber das wollte ich. Das habe ich gewollt. Nicht den Schirm ziehen. Oh Mann. Noch kurz vorher. Ja, vielleicht kann ich aber hier auch runterschauen. Ja, das müsste eigentlich gehen. Das müsste eigentlich gehen. Lange wie möglich oben bleiben. Versuchen zumindest. So, jetzt ziehen wir mal den Schirm. So, jetzt gucke ich. Kann ich da runter? So, und jetzt. Sind wir so weit oben. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt wirklich nahe dran. Ich hoffe, dieses Mal reicht's. Aber wir sind noch ein bisschen hoch. Wir hören aber die Kirche schon. Oh, ich hoffe, es reicht dieses Mal. Aber näher können wir jetzt dann nicht mehr, oder? Wir sind jetzt hier beim Orangen, wo wir da schön runterkommen. Nicht ganz, natürlich. Oh. Aber komm, das reicht doch. Eine Punktlandung. Zumindest fürs Erste. Und jetzt finde den singenden Tannenbaum beim markierten Gebiet. Oha. Wie komme ich denn da hinten nach dahin? Paragliding vielleicht? Ja, gibt nichts anderes, ja? Das Problem ist wieder, ich sehe ja keinen markierten Punkt jetzt gerade. Wir gehen jetzt da zum Felsvorsprung. Und da kurz landen. Weil ich weiß nicht, wo der Punkt ist. Oh. Okay, da müssen wir noch ein bisschen länger fliegen. Na ja, gut. Oh, shit. Nein, jetzt muss ich... Oh la la. Gut, wir versuchen es von hier aus. Es geht. Jetzt wird's schwierig, jetzt wird's echt schwierig.
schauen, wo der Punkt wieder ist. Boah, Gott sei Dank haben wir hier keine Zeiteinschränkung. Aber ich denke, das machen wir sonst dann gleich beim nächsten Mal. Also wir gehen jetzt hier den singenden Tannenbaum suchen. In einer längeren Folge werden wir also dieses Ziel hier dann sicherlich erreichen. Von dem her machen wir aber hier in dieser Folge Schluss und machen beim nächsten Mal noch weiter. Zumindest machen wir das noch fertig und vielleicht noch ein paar weitere schwere Aufgaben und dann gucken wir weiter. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt Spaß gemacht. Dann sehen wir uns auch anschließend in der nächsten Folge wieder. Ich verabschiede mich. Euer Pecky. Bye, bye.